aktuell regelmäßig auf dem Silent Trip. Wie finde ich das in letzter Zeit echt gut? Was? Silence? Ja. Ah, weiß ich nicht, Alles, ich komme alles mit dem still. Nagant Revolver nicht klar. Also der Nagant Revolver jetzt nicht unbedingt, aber halt vor allem die Trades nehme ich eigentlich Achso, die immer Trades mit. meinst du? Also alles, Für was die einen Eule. irgendwie leiser macht. Ich finde die Eule auch nicht schlecht. Das noch. Coole Idee auf jeden Fall mit dem Waffenwechsel leise. Ich nehme dann meistens Lightfoot mit, Gator Ja, Legs. die Schleichekatze ist auch gut. Ja, ist fast sogar bestes Trade so, ne? Würde ich fast Ja, behaupten. würde ich auch sagen. Jetzt habe ich auch noch Poacher mitgenommen, da kann ich noch Fallen leise aufmachen. Irgendwo welche mal hab. Du dann die Silent. Oh, sorry! Oh fuck. Ach, schon aus. Gut. Inwiefern das so sinnvoll ist, in Trios unbedingt so Silent-Kram mitzunehmen, ist was anderes mal wieder. Weil, wenn man nicht gerade sich aufsplittet, dann hören die halt die Teammates und ändert das auch nichts. Ja, das. Schleichekatze bringt dir trotzdem was. Schon allein, wenn Leiter steigst oder über irgendwas rüberspringen musst. Ja, klar, also in dem Moment, wo ich irgendwas mache, ihr aber nicht, Ja. das ist halt dann was gut. Gern zwei. Tja. Ja, ganz vorbei kommen wir da nicht. Ja, das war ein Headshot. Alter, alles von Kürbissen hier, mein Gott. Ja, es sind glaub mehr als am Anfang. Ja, aber einfach nur, weil es keiner mehr macht, weil keiner die braucht. Die aktiv spielen, die haben ja schon alles. Ich lasse die auch immer liegen, wenn ich sie nicht brauche. Weil die geben deine Position in dem Ball eventuell weg. Brauchst du die nicht mehr oder wie? Ich bin fertig, ja. So. Schon seit ein paar Tagen. Ich immer noch nicht. Die letzten Tage auch nicht viel Hand gespielt, nur ein bisschen so, just for fun. So noch meine Overwatch-Dinge machen. Ach, wo gehe ich eigentlich hin? Noch Aden. Jo. Ach, ihr habt's auch gehört, ja. Ja, klar. Ja, das hört man. Das hab sogar ich durch die Kopfhörer gehört. So habe ich das noch in Erinnerung. Wenn wir zusammen spielen und Michelle nicht dabei ist, kommen immer von aus dem Hintergrund so: Nein!
Oh Mann, wieso hat er mich denn jetzt getroffen? Solche Sachen. Ja. Die typischen Handausrufe, wenn es mal wieder nicht gut läuft. So ist es. Ach, der ist ganz da drüben, da hinten. Achtung, da ist ein Emulator, Nummer 2. Ich bin der Sneaky Boy hier, der extra von euch Abstand hält. Damit ich schön leise spielen kann. Da, hier, kriegt er noch ein Pumpkin. Oh je. Da, jemand im Prison. Jo. Wahrscheinlich der Botschaft. Sag ich doch. Das Pferd gerade sterben hören bei mir? Pferd sterben? Ja, ich habe hier gerade ein Pferd und Silent erschossen. Habe ich nicht gehört. Hier. Habt ihr nicht gehört? Nein. Nee. Durch den Banish nicht, nein. Das war schon vor dem Banish. Aber dann habt ihr es trotzdem nicht gehört. Nee. Nein. Interessant zu wissen. Weil man hört, man denkt ja immer, das hört man so mega weit, wenn da das Pferd stirbt. Als wenn man noch mal so schreit. Aber anscheinend hört man es gar nicht so weit. Nö. Also ich habe jetzt nichts gehört. Hol. Ja, ist ja auch Single Boss. Ausgänge sind nicht unbedingt nah dran. Zwei in unsere Richtung, eine Wolf Waffenlager. Oh, hier ist eine Kasse. Kennst du dich ein bisschen mit PC aus, Monster? Wäre schlecht, wenn ich das nicht könnte. Ich bin Fachinformatiker. Okay. Ich habe hier die ganze Zeit diese Wellen, die durch meinen Monitor ziehen. Liegt das an der Grafikkarte? Ist da irgendwas kaputt oder? Wellen, die sich durch den Bildschirm ziehen. Ja, das ist. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. So Scanlines. Ja genau, das geht von oben nach unten. Ja. Also das sollte eigentlich schon mit der Grafikkarte zu tun haben. Aber jetzt spontan wüsste ich jetzt nicht, wie man das fixt. Also vielleicht könntest du mit V-Sync probieren. Also weil was da passiert ist, deine Grafikkarte spuckt Bilder aus. Schneller als dein Bildschirm die refresht quasi. Und irgendwann, wenn dein Bildschirm quasi das halbe Bild refreshed hat, kommt von der Grafikkarte aber schon ein neues Bild und dann bekommst du so eine Linie im Bild quasi und dann geht's da drunter mit dem nächsten Bild weiter. Wenn das genau aufeinander abgepasst ist, dann kommt halt ein Bild von der Grafikkarte und ein Bild auf dem Bildschirm und dann immer genau im gleichen Takt. Das macht halt V-Sync. Wissen. Das passt die Grafikkarten Rendergeschwindigkeit so an, dass du immer also 60 Bilder pro Sekunde hast, wenn dein Bildschirm 60 Mal pro Sekunde refreshen kann und dann ist das immer genau gleich. Jetzt ist so schwer on the fly zu erklären. Aber ich verstehe das auf jeden Fall schon. Ah, aufgehoben. Den wohl hier sehen. Affenhauptmann hat aufgehoben. Steps vor uns, da. Jo. Einer down. Da war auch einer. Push. Ja.
Flash oben drüber. Oh shit. Oh, von der anderen Seite schießt auch jemand. Oh, relax. Swing light down. Oh, 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 oh. You. Alter, Maschine. Alle tot. Achtung, da kommt erstens kommt da ein Hund und zweitens wurden wir von der anderen Seite angeschossen. Wahrscheinlich pusht die Bounty gleich. Ich probiere ihn mal aufzuheben gerade. Kommst du klar mit den Hunden? Okay. Jemand geiern, ne? Nein. Da hinten, Achtung! An den Häusern. Ist die Bounty? Ja, es könnte, also von hinten, das kommt noch ein anderes Team anscheinend. Headshot. Fuck. Bitte mich decken, wenn ihr könnt. Ja, da kommt einer. Ich hab mich nämlich gehittet. Fuck, zu früh geheilt. Nice. Down. Den hatte ich angeschossen, sehr schön. Den Glaskopf, ne? Die Martini kam von der anderen Seite. War das einer von euch oder war das ein anderes? Ich hab den Martini. Okay. Gegner, da vorne. Ja, da ist aber immer noch jemand. Wir sind jetzt da hinter dieser Wurzel. Sorry, Champions. Er hat eine Vandal Striker. Also einer ist hier tot. Ich zünd den mal an, dann zwei habe ich tot. Wer auch immer das ist, muss dann sich bewegen. Zwei hast du tot? Ja. Okay. Den einen Glaskopf von dir ist noch ein alter. Da. Der hat eine Libelle und eine ganz Schalldämm. Dann ist das wahrscheinlich der letzte Typ sogar da. Oh ja, die Bounty ist schon weggerannt. Ah. Das war, die wir hier gefightet haben, war nicht die Bounty. Ja, das ist natürlich blöd, weil die kriegen wir jetzt nicht mehr. Mal einfach. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob hier noch ein Dritter von dem Team irgendwo lebt. Ich mach mal das Fass kaputt hier. Jemand Silence. Soll ich den löschen wegen Looten oder nicht? Ich hab schon, also müsst ihr. Wenn ihr noch looten wollt. Sind ja noch drei andere. Gut. Naja, die kriege man dann. Nee, deswegen, ich probier's auch gar nicht erst. Keine Chance. Das ist kein Team, was die mehr aufhalten kann. Hast du schon gelootet, Kevin? Den da, ja. Und den anderen jetzt gerade, wo du auch hast. Den anderen lasst für Monster. Ich weiß gar nicht, wo er den erschaffen hat. Ja, einer hier. Ach, ne? Da vorne, ja. Winfield Swift, ja, die nehme ich mir mal. Conversion Pistol, ne. Hat gerade jemand einen Zombie gekillt oder so? Ja. Wart ihr? Oha.
Rosin an Zeug. Hallo, bitte nochmal repeaten. War das einer von euch? Ja, ja, ich war das. Ohne Obris. Wenn die Mosin ja, keiner da mitnimmt, ich nehme sie mit. Ich hab, nee, ich hab die Dolch mitgenommen. Ich hab mir eine Obris genommen. Wir müssen jetzt sowieso uns ein bisschen. Sputen müssen wir uns. Das wollte ich kann sagen. Kann ich schon mal vorgehen oder nicht? Also hier liegt noch eine Libelle, falls einer. Ne, ich behalte die Spectre erstmal. Ini, Pax. Bin hier noch. Ja. Wo gehen wir raus? Gerade noch morgen. Ja, Moment. Ich jetzt so gesagt. Würde jetzt gerne noch die, die Dings hier nehmen. Nee, den hatten wir ja gar nicht ausgemacht. Nevermind. Der andere hat noch eine Libelle. Ja, ich habe mir schon eine Obris genommen. Ah, okay. Wenn überhaupt eine Medium- oder eine Maul-Waffe, die ich nehmen könnte. Die teurer als meine Officer ist. Aber, nee, dann lassen wir das. Limmelimmelim. Das Limit am Ende, wenn alle Bounty raus ist, könnten sie eigentlich auf, keine Ahnung, vielleicht 10 Minuten erhöhen oder so. Kommt ja oft genug vor, dass man mit anderen noch im Fight ist, wenn die eine Bounty rausgeht. Das ist dann schade. Dann wird's sehr stressig.